怖い。タッキー。Moin Leute, willkommen zu einem Video auf Anime Banger. Und heute gibt es für euch eine kleine One Piece Diskussion zu Ruffys mögliche Power-Ups in Wano Kuni und im weiteren Verlauf der One Piece Story. Ich habe hier mal 6 Punkte aufgeschrieben, die ich besprechen werde. Natürlich beziehe ich mich sehr, sehr stark auf die Teufelsfrucht von Ruffy und natürlich auf das Haki. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten Punkt an. Und zwar hätten wir da Ruffys neue Gear-4-Form. Es gibt unzählige Ideen zu den Formen von Ruffy, wie zum Beispiel den Gear-4 Fireman oder es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten dazu. Und das Ding ist halt so, eine neue Gear-4-Form ist wirklich sehr, sehr gut möglich, weil neben dem Snake-Man, der auf Geschwindigkeit und dem Tankman, der auf Verteidigung ausgelegt ist, und dem Boundman, der für Ruffy eine Art Allrounder-Form darstellt, fehlt ihm halt immer noch eine pure Angriffsform. Das heißt, er braucht wirklich eine Angriffsform, womit er zum Beispiel ein Kaido Schaden ausrichten kann. Aber bis jetzt kann er Kaido wirklich keinen Schaden zufügen. Die normale Gear-4-Form bringt überhaupt nichts. Und der Snake-Man ist halt wirklich nur auf Geschwindigkeit. Das heißt, er braucht wirklich nur eine reine Angriffsform. Der Boundman ist halt ein bisschen zu sehr ausgeglichen. Auf Kosten der Geschwindigkeit und mit anderen möglichen Einschränkungen könnte er dafür halt deutlich mehr Schaden anrichten, wie ich euch gesagt habe. Das heißt, er braucht eine pure Angriffsform. Ich könnte mir zum Beispiel eine Form vorstellen wie diese King-Line-Form oder King-Fire-Form, wo ich schon mal ein Video dazu gemacht habe. Verlinke ich mal oben in der Videobeschreibung, da habe ich ein bisschen genauer noch erklärt. Aber diese Möglichkeit finde ich eigentlich sehr, sehr passend und so eine neue G5-Form passt zu Ruffy ziemlich gut und ich denke, damit könnte er zwar nicht Kaido besiegen, aber den Schaden deutlich erhöhen auf jeden Fall. Was natürlich auch möglich wäre, wäre zum Beispiel eine neue G4-Form rauszuhauen, womit er zum Beispiel seine Form immer wechselt. Das heißt, dass er zum Beispiel im Kampf seine Form wechselt, dass er zum Beispiel in ein paar Sekunden einmal zum Snake-Man rüber wechselt, auf einmal wieder zum Boundman und dann vielleicht wieder zur Angriffsform, sowas könnte ich mir auch vorstellen. Dazu gibt es auch schon einige Theorien dazu. Und ja, genau, das sind so meine Ideen zu einer neuen Gear-4-Form. Und was denkt ihr, bekommt ihr eine Gear-4-Form oder eher nicht? Jetzt kommen wir nun mal zu den Gear-Kombinationen. Und zwar kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass zum Beispiel er Gear-2 mit Gear-3 kombiniert und damit zum Beispiel mit einer neuen Angriffsform Gear-4 quasi kombiniert. Das heißt, dass er alle drei Gear-Arten vielleicht kombiniert. Was ihm das im Endeffekt bringen wird, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht, dass er vielleicht zum Beispiel bei Gear-3 die Attacken noch kräftiger sind. Ist ein bisschen schwer zu sehen, ob das ihm wirklich viel bringt, kann ich aktuell nicht sagen. Aber wir haben zum Beispiel damals gesehen, dass er G2 und G3 kombiniert hat, was wirklich außerordentlich passen könnte. Und wir haben zum Beispiel auch jetzt in den neuesten Kapiteln gesehen, wie er zum Beispiel auch G3 oft mit G4 kombiniert, zum Beispiel der King Kong Gun oder sowas. Wobei es schon sowas in der Art gibt. Ist nur eine Idee, wollte ich mal mit einbringen. Ob das viel bringt, weiß ich nicht. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass zum Beispiel die neue G4-Form so funktioniert, dass er wirklich auch noch Gear 2 mit Gear 4 kombiniert, damit quasi diese Reibung, diese Hitze entsteht und dadurch diese Feuerform entstehen könnte. Wäre eine Möglichkeit, sagen wir es mal so. Jetzt kommen wir zu einem nächsten Punkt und zwar Gum Gum Erwachen. Das könnte natürlich auch gut passen, weil es ist wirklich eine Möglichkeit, dass vielleicht ein Ruffy das noch im Wano Kuni raushauen könnte. Ist ein bisschen schwer zu sehen. Ich bin der Meinung, dass es noch zu früh ist. Ist nur meine persönliche Meinung. Er kann es aber theoretisch trotzdem noch einsetzen, weil man bedenkt, er hat schon zweimal das Erwachen gesehen. Zum Beispiel haben wir von Doflamingo erfahren, dass man das Erwachen durch Training erreichen kann. Ruffy hat bis zum Feuerfest noch genügend Zeit, etwas vorzubereiten. Eventuell lernt er noch jemanden kennen, der ihm hilft zum Beispiel, seine Teufelskräfte auf eine neue Stufe zu heben. Wobei das schwierig ist. Vielleicht gibt es aber jemanden, der sich mit Früchten gut auskennt. Gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Ob er wirklich das selber schafft oder ihm jemand das beibringt, kann man jetzt nicht genau sagen. Hierbei gibt es eine Menge Möglichkeiten, wie das Ganze aussehen kann. Zum Beispiel könnte er vielleicht die Umgebung in Gummi verwandeln, wobei ich da nicht so der Fan bin. Oder sich selber manipulieren wäre für Ruffy möglich. Also das heißt, es wäre zum Beispiel richtig geil, wenn er seinen Körper mit seinen verschiedenen, es gibt ja verschiedene Gummiarten, eher so festes Gummi, dann ein bisschen flüssigeres Gummi, dass er quasi so ein ähnliches Erwachen hat, vielleicht wie Katakuri, könnte ich mir vielleicht vorstellen, weil nur die Umgebung in Gummi zu verwandeln, ob das wirklich viel bringt, glaube ich nicht, aber man darf nicht vergessen, dass so ein Ruffy noch viel raushauen kann, viele Ideen, das heißt, es gibt ja auch unbegrenzte Ideen dazu. Und bis jetzt wissen wir ja nicht, was man alles damit machen kann, bis auf die Umgebung zu manipulieren. Es gibt da wahrscheinlich noch viele weitere Möglichkeiten, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben, Leute. Jetzt kommen wir natürlich zu einem Punkt, wo es ziemlich klar ist, er muss seine Rüstungshaki erweitern, weil
Bis jetzt hat Ruffy im ersten Kampf gegen Kaido wirklich gezeigt, dass er ihm kaum Schaden zufügen konnte. Finde ich etwas heftig. Das heißt, Kaido hat auch eine krasse Verteidigung, aber auch einen krassen Angriff. Das heißt, er braucht ein stärkeres Rüstungshaki, um ihm ein bisschen mehr Schaden auszuteilen zu können. Zum Beispiel hat er ja gesehen, dass er bei Katakuri gesehen hat, er muss ja auch sein Rüstungshaki erweitern, weil Katakuris Rüstungshaki war viel stärker als das von Ruffy. Und sein Rüstungshaki ist natürlich hier am wichtigsten, ist ja logisch, von den Haki. Klar, auch Vorahnungshaki, aber das hat er eigentlich schon relativ gut drauf. Und natürlich könnte man auch das Vorahnungshaki auch noch weiter ausbauen, ist ja logisch. Bei Kaido ist es, denke ich, wichtiger, dass er wirklich auf Geschwindigkeit und Durchschlagskraft geht. Und dann muss er einfach sein Rüstungshaki erweitern. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Aber ich denke, nach jedem Kampf wird sein Rüstungshaki automatisch stärker. Das heißt, er könnte während den Kämpfen in Wano Kuni generell auch stärker werden und im Kampf. Und ja, so stelle ich mir das Ganze vor. Dann kann er natürlich sein Königshaki erweitern. Wir haben ja gesehen, dass er sich auf Königshaki spezialisiert. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er zum Beispiel eine spezielle Königshaki-Technik hat, die wir da bis jetzt noch nie gesehen haben. Und Ruffy hat es bis jetzt vielleicht nicht eingesetzt, weil er das nicht benötigt hat. Oder er wird es noch erlernen, das ist halt schwer zu sagen. Das Königshaki ist halt etwas Besonderes. Ruffy wird irgendwann damit anfangen, diese Kraft zu zeigen. Von Elementkontrolle bis zu konzentrierten Königshaki-Schlägen ist halt wirklich alles möglich, um halt noch mehr Schaden anrichten zu können. Warum denn nicht schon gegen Kaido? Ist vielleicht ein bisschen zu früh, aber eventuell könnte er den Königshaki hier noch weiter ausbauen oder noch zeigen, was er drauf hat. Vielleicht auch während dem ganzen Wano Kuni Arc, dass er da wirklich konzentrierte Königshaki-Schläge vielleicht machen kann, wie es zum Beispiel ein Kaido wahrscheinlich gemacht hat, wobei man das nicht ganz genau sagen kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man mit dem Königshaki noch viel mehr machen kann, und ich denke, spätestens nach Wano Kuni und vielleicht auch Ende des Wano Kuni Arcs könnte er vielleicht zeigen, was er damit drauf hat. Ist halt schwierig zu sehen, aber müssen wir mal abwarten. Dann kommen wir generell zu seiner Haki-Kontrolle, und zwar eines der größten Probleme von Ruffy ist natürlich seine begrenzte Zeit im Gear 4. Uns wurde erklärt, dass sein Haki in diesem Modus zu schnell ausläuft. Hierbei könnte Haki-Kontrolle der Schlüssel sein, um länger kämpfen zu können. Wano Kuni erinnert auch an Kampfkünste, in denen nicht nur der Körper, sondern auch der Geist sehr wichtig ist, um sein volles Potenzial auszuschöpfen. Ich denke, hier liegt halt der entscheidende Punkt, dass er wirklich seine Haki-Kontrolle noch weiter ausbaut. Ich meine, wir haben gesehen, nach jedem Kampf, beziehungsweise nach dem Kampf gegen Katakuri, dass er seine G4-Form eh schon lange halten kann, aber dass er quasi noch mehr Haki-Kontrolle erlangt, um quasi diese Ausdauer noch mehr zu haben, um diese G4-Form länger aufrecht zu erhalten. Deswegen kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Er macht auch langsam Fortschritte, und ich denke, im Wano Kuni Arc wird er da, denke ich, noch deutlich zulegen. Das heißt, irgendwann wird es so sein, dass Ruffys G4 wie damals, wie jetzt G2 ist, dass er quasi das immer spammen kann und einsetzen kann. Das wäre ihm wirklich eine krasse Hilfe, weil im normalen Zustand ist Ruffy nun mal nicht wirklich heftig stark oder zumindest nicht so heftig wie Kommandanten oder Kaiser. Deswegen macht es am meisten Sinn, dass er seine Haki-Kontrolle ausbaut. Es passt einfach, weil wenn er halt länger im G4-Modus kämpfen kann, kann er auch mehr austeilen und Schaden zufügen mit seiner neuen G4-Form vielleicht. Sogar auch noch mehr Schaden rausholen. Natürlich wird er vielleicht seinen Körper noch trainieren, indem er in dem Gefängnis gerade ist mit Kid. Dazu mache ich aber auch noch ein Video. Ruffy und Kid trainieren quasi auch dort in diesem Gefängnis. Zwar nicht viel, werden vielleicht kleine Unterschiede sein. Sie sind zwar gerade mit Seesteinhandschellen, aber die trainieren sozusagen ihren Körper gerade. Aber viel können sie da, denke ich, auch nicht mehr trainieren. Ist nur eine kleine Information, die ich noch raushauen wollte. Aber dazu kommt noch ein ausführliches Video am Mittwoch oder Donnerstag. Jetzt will ich noch ganz kurz einen Punkt ansprechen, und zwar Ruffy wird nicht 1 gegen 1 gegen Kaido gewinnen können, ist logisch. Das heißt, er wird auch fremde Hilfe bekommen, zum Beispiel von Kid vielleicht noch, von Law, von Zoro. Das heißt, es wird ein Teamkämpfe geben gegen Kaido, weil ich denke, oder meiner Meinung nach ist es so, dass dann Ruffy gegen Kaido oder Kaido nicht stürzen wird im 1 gegen 1, sondern mit mehreren Leuten. Und man darf nicht vergessen, Big Mom ist auch noch vielleicht am Start bei dem Arc, dazu mache ich aber auch noch ein Video. Vielleicht könnte auch sein, dass Big Mom noch dort am Start ist, das heißt, dass Ruffy wirklich viel kämpfen muss und dadurch durch diese ganzen Kämpfe halt stärker wird. Das wollte ich nochmal ansprechen, weil das sehr, sehr wichtig ist. So, kommen wir zum Fazit des Videos. Ruffy hat ja genügend Möglichkeiten jetzt, um im zweiten Kampf gegen Kaido zu beweisen, wie stark er ist. In den nächsten Tagen bis zum Feuerfest kann eine Menge geschehen. Ruffy ist ein Genie, wenn es darum geht, sich Neues für einen bevorstehenden Kampf einfallen zu lassen. Also für die oberen Punkte braucht er eigentlich nicht unbedingt viel Zeit, um diese zu erlernen, bis auf Gum Gum Erwachen vielleicht, wobei das eher auch weniger. Ich denke eher, das Königshaki wird da
das größte Problem sein, krass auszubauen, denke ich mir zumindest, weil man davon noch nicht so viel gesehen haben. Er ist erst quasi bei der zweiten Stufe des Königshakis. Wer weiß, ob er vielleicht sogar schon das ein oder andere vorbereitet hat, das wissen wir ja nicht. So, das war's eigentlich mit dem Video. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, was denkt ihr? Welche Power-Ups wird Ruffy zeigen? Fällt euch noch etwas anderes ein? Und was denkt ihr, wird ein Ruffy sein Königshaki noch erweitern? Oder sein Erwachen raushauen? Das ist noch ein bisschen schwer zu sehen. Aber eure Meinung bitte in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne ein Like da lassen, um mich zu supporten. Und um die Glocke zu aktivieren, damit ihr nicht meine One Piece Theorien und Videos verpasst. Und in dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wie auch immer. Ciao, euer Anime-Banger.